Hallo liebe Freunde von Auswandern Thailand. Heute gehen wir mit euch nach Prachinburi. Wir schauen uns da mal an, was man da alles so sieht. Wir gehen da durch und sehen so ein paar Sehenswürdigkeiten an. Lasst euch gespannt sein, es geht gleich los nach dem Intro. So heiß, warum ist das so heiß vor? Warum ist das so heiß? Also das hier ist der Name. Wat Geo Pichit. Ich gehe gleich mit der Schatten mit euch. Oh, ist das aber heiß hier. Oh, Leute, da bleibt der Atem weg, so heiß ist das. Sakra Michel. Sieht auch wieder interessant aus, gell? Wäre eine komplett andere Machart wieder ohne. Und wieso hat die Naga jetzt bloß E-Kopf? Also ich wäre noch verrückt mit ihrer Schlange. Da gibt es ja keine. Da gibt es ja gar nicht. Gibt es ja gar keine Regel. M hat drei Köpfe, fünf Köpfe, sieben und neun. Und jetzt kommt die mit M-Kopf an. Ja, nee. Also. Mit der Naga, das letzte schon nicht gefroren, da hat es gesagt so und so und so und jetzt sehe ich ein Köpfchen hier zum verrückt werden. Aber das ist jetzt ein Stil, den habe ich jetzt noch gar nicht so gesehen. Aber da hat sogar eine Uhr drin, sehe ich. Kurz vor 12. Guck mal, auf der Uhr steht kurz vor 12. Ist das heiß. Hm? Ja. Ja, doch, interessant, klar. Jeder hat nicht so. Nee, natürlich nicht. Ja, doch, die Architektur da noch, die wirklich komplett anders da wieder. Ich sage, ich hab schon viele Watt gesehen, aber ist jeder Watt tatsächlich immer wieder anders da, ne? Oh, innen drin scheint der Schätz zu sein. Komm, wir gehen mal hin. Sieht schön aus, da innen drin. Wenn so Wasser sind irgendwie. Du machst die Dach da fern, sieht da interessant aus. Ist ja Islam oder ne? Ach, da ist der Eingang anscheinend. Natürlich steht da der Dampfstrahlerfehler. Ne? So hat die Uhr da oben, jede Uhr da oben hat kurz vor 12. Hat da auch irgendeine Bedeutung mit der. Ja, nein, das ist alt, stimmt. Da über das ja. Sehe ich auch so. Oh, das ist schön. Komm, wir laufen fern an. Bis die Leute weg sind, gehen wir in der Watt. Wir laufen erst mal rüber. Sind jetzt gerade so viele Leute. Müssen wir jetzt nicht gerade hinlaufen.
Oh ja, Schatz, das ist ein ganz altes Gebäude hier. Ja, ja, Schlange und alles, ich weiß. Das da ist ja ein altes Gebäude hier, ne? Schade, du, ne? Ja, Schlange gibt es halt da, ist ja klar, ne? Ey, das ist ein schönes altes Gebäude hier. Ja. Bathep, ja? Ja. Also der Baum wurde von der Königin Tochter, von der Königin seinem Tochter eben gepflanzt. Samchet? Und das ist ein paar Jahre schon her. 37, jetzt haben wir 66. Da war es eine Jungfräche. Schade, ziemlich runterkommen alles irgendwie, gell? Ziemlich runterkommen alles, schade. Hm, schade, stimmt. Wirklich schade, dass das doch so runtergekommen ist, ne? Ziehen die Schuhe aus. Wadgeopitschit heißt das hier. Wir sind hier in Prachinburi, in der gleichnamigen Provinzhauptstadt Prachinburi. Wadgeopitschit ist das, ne? Gemälde hier sind auch ganz interessant. Ein Mönch klopft an die Glocke. Man darf hier nicht vergessen, wird ja alles durch Spenden finanziert. Ist ja alles durch Spenden finanziert. Hier muss keiner, der Eismann, genau. Hier muss keiner Kirchensteuer bezahlen. Ist einfach so, dass also der Thailänder hier gerne spendet, ne? Messing oder so, gell? Was ist denn Papier? Ah ja, doch, richtig, genau. Ja. Mhm. Papier, was
So, laufen wir weiter. Was ist, der hat zum Gebet gerufen anscheinend. Da hat er geklopft an die Glocke und jetzt gehen sie in den Beten. Velazio, ja, genau, das meine ich schon. Ne? Da hat er bestimmt zum Gebet gerufen. Ja, ja, wer ist jetzt das? Ja, ja. Morgen fahren wir nach Canchanaburi rein. Morgen übernachten wir in Canchanaburi und werden da morgen auch die Stadt Canchanaburi zeigen. Brücke am Quai und so. Und die, das ist also das, was wir morgen zeigen. So. Jetzt erzählt schon, was dort drauf steht. Alles in Thailändisch. Das brauchst du nicht zu lesen, lese das hier. Das lesen wir vor. Was das ist. Durch die besteht bloß drauf, das nicht. Ja, ah, Medizin. Okay, Medizin, das ist das, wo die gesagt. Das medizinische Museum. Hat aber bestimmt zu um die Uhrzeit, oder? Aber das ist eine Lightning und weit. Ja, die Rollläden sind alle zu, also ich glaube nicht, dass es zu hat. Ne? Genau, Ralf, genau das ist es, sag ich, das ist der komische Norm, wo ich vorhin gelesen habe. Hat aber anscheinend sonntags zu, oder? Sieht immer geil aus, oder? Nicht mal so. Interessantes Gebäude, aber. Aber oh, Schatz, das hat bestimmt zu, oder? Ja, wenn ich zum Eingang will. Schön, doch, Vera, finde ich ja. Schönes, so Jugendstilgebäude, so wie es aussieht. Geschlossen, ja. Geschlossen. Ja. Weil es Sonntag ist, Ralf, oder? Hat das sonntags generell geschlossen? Schön, aber guck mal. Ah ja, wenn ich mal das Museum nicht angucken konnte, dann könnte ich mal wenigstens durch die Toilette angucken, ne? Acht ist noch geschlossen, bis 16 Uhr. 8 bis 16 Uhr. Die Klo darfst du auch nur gehen von 8 bis 16 Uhr, Schatz. Auf die Toilette darfst du nur gehen von 8 bis 16 Uhr. Öffnet morgen wieder. Wäre bestimmt interessant, weißt du das? Nein, nur das Museum halt, ne? Klar. Ja. Ey, das muss doch schon uralt sein. Guck mal, der Connell sieht aus wie aus dem Jugendstil. Ja, doch, das ist doch alt. Das kommt an, wie toll. Thank you.
Die Farbe finde ich so schön. Ja, ja. Oh ja, Schatz, komm da her. Du verkaufst denn was? Das sieht schon toll aus, mein lieber Scholli. Das ist der Puppe, du. Ciao, Paya. Ciao, Paya. Okay, Puppe. Apai, 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 Puppe. Apai, Puppe. Hey, bin Captain Patabong. Was hat du der Captain Erik Seidenfaden zu tun? Captain Erik. Erik Seidenfaden. Ton Opo Job, gehört aus Schwit Merod, Kabok. Da lesen, ne? Ja, 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 noch. หัวใจตรงสู้ตรงต่อแผ่นดิน he's immakuken นะคะเป็นเจ้าเมืองพัตตะบองพัตตะบองก็ต้องกัมพูชาน่ะสิเนาะ Patabong is the Cambodia is the bounds Patabong จ้ะเริ่มออกเดินทางปลายเมษาถึงปลายจีนเดือนกรกฎาคมฝรั่งเศสจะให้ใช้เรือกลไฟแต่ไม่รับ 300 กิโลเมตรเกวียนเกวียน economic เกวียนนี่แหละเท่าไหร่เนี่ย 1700 ใช่ นั่งอ่านม้าวันละ 17 ชั่วโมงท่ามกลางสายฝนข้ามลำน้ำ 22 สายมิตรวาสา 12 สายแม่น้ำและลำคลองอันเชี่ยวกรากขึ้นผาชันต้องดึงเกวียนทีละขั้นขึนไปทั้งยุงแมลงสัตว์ร้ายอาหารไม่เพียงพอแต่เราก็มาถึงปราจีนบุรี The Patinburg is in the come ใช่จากพัตตะบองกุ๊กโตอันดับปีน Von Patabong sind das die Bilder okay 2450 แล้วก็ถึงปราจีนบุรี 2450 selber ออกกรกฎาคม Das du was ist das อันนี้เกวียน อันนี้ 300 กิโลเมตร เกวียนชัดสิเกวียนเกวียนโตเกวียนเธอสิเกวียน Ah so okay นั่งเกวียนมีเกวียน ความสุขสามเหมือน erzähl's euch kurz ne also im Jahre 2450 ja ist dieser Captain Erik Seidenfaden do, ja, mit Leute hier von Patabong. Patabong ist in Kambodscha. War im selben Jahr 2450, ja, thailändische Zeitrechnung, sind wieder hergekommen, ja. So, Moment, weitererzählen. Ich bin noch nicht so weit, ne? So, das war also eine Strecke von 300 Kilometer, ja. Patabong, habe ich euch ja gerade gesagt, das ist in der Nähe von uns, ja. Also, gehe ich über die Grenze, das ist in Kambodscha, Patabong, ja. So, 1700 von den Wegen, ja, du, sind ja mit Elefanten. 1700 und mit den Wegen, ja, du. Von den Wegen, ja, sind die da hergezogen. Von Patabong daher. Ja, und warum sind die da hergezogen? Schaut sie, warum, lo? Weil er stand vom König. Sehen wir? Also, okay. War ja so gewesen, dass damals war das ja noch zu. Damals hat das noch zu Thailand gehört, darf man nicht vergessen. Ja. Patabong hat immer noch zu Thailand gehört. Ne? Ja, also damals hat ja noch ein Großteil von Kambodscha noch zu Thailand gehört. Ja. Ja. Stolzer Thailand. Ne? Schon geil, sieht schon geil aus. Patabong durch den Dschungel durch. Das kann ich euch vorstellen. Ach du Heilige. ข้ามแม่น้ำ 22 สายคือแม่น้ำ 22 สายครับแม่น้ำ 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 22 สายคร
Aber die hat die Ruf jeden Fall weg, ne? Ja, ja, das fand ich, weiß. Schönes Gebäude, doch. Eines Museums würdig. Toll. Marci, gib mir gerade eine Kamera. Nee, da brauche ich ein Bild vom Gebäude. Ach so. Hey, hallo Miki, servus. Alles klar bei dir? Oh Gott. Ich muss noch weiter zurück. Au. Alles perfekt, na, das ist wichtig. Die Regenrinne, absolut geil. Ich sag ja, richtig geile all die Regenrinne. Ah, toll, bald, toll, bald, hallo, mir noch. Ach so. Oh. So, machen wir Caravan auch noch ein Bild. Die Regenrinne ist voll geil, finde ich auch. Ja. Ja, ja. So habt ihr. Mhm. So, ja, aber neue Farbe, gell? Die Farbe, ah, toll. Wirklich von der Farbe finde ich das alles so toll. Das Zusammenspiel von der Farbe ist auch ganz fantastisch. Ja, das Wasser läuft aus der Regenrinne raus und unten ins Gräbelchen hin. Schau mal. Ja, ja. So, liebe Freunde von Auswanderer Thailand, ne? Wir verabschieden uns jetzt von euch. Wir sind jetzt 7,5 Stunden online. Heute sind wir ein bisschen kaputt, schon ein bisschen Kopfweh, ne? Wir wünschen euch einen schönen Feierabend, wünschen euch einen tollen Abend noch und einen schönen Sonntag. Ja. Lieben, lieben Dank für euer Zuschauen. When I go to Thailand, I learn to speak some Thai. I cannot eat spicy food, so I sip it my dai. I want to do some shopping, I ask how much tarai. But paying the price is very high, so I say lot dai mai.